Heute geben wir 150 Euro für Huge Exclusive Capybara Eggs aus. So, Leute, ich habe momentan sehr, sehr viel Geld im Pets oder Eggs, ne? Ihr könnt ja hier erst sehen, wir können jetzt erstmal dieses neue Exclusive Capybara Egg kaufen, was abgrundtiefer Müll ist. Also wirklich, Leute. Den besten hier mit 50%iger Chance kriegt ihr diesen Capybara hier. Dann mit 35%iger Chance den Super Capybara. Dann mit 13%iger Chance den Cyborg Capybara. Dann mit 1,5% den Huge Capybara. Und dann mit 0,5%iger Chance den Huge Cyber Capybara. Genau. Und das Egg ist eigentlich ziemlich kacke. Aber wir werden trotzdem erstmal jetzt für genau 8000 Robux Minimum erstmal dieses Egg hier öffnen, ne? Wir haben sogar immer noch mal 6 Luck. Ich glaube, da bringt aber einen nichts. Und die anderen Luckbooster haben wir auch drin. Die werden aber auf jeden Fall auch nichts bringen, ne? Haben wir trotzdem aber drin. Ich würde erstmal sagen, Leute, kaufen wir erstmal hier 3 Exclusive Eggs. Let's go. Da kommen erstmal die hier. Perfekt. Das haben wir erstmal 3 gekauft. Die werden jetzt in unser Metall landen. Haben wir erstmal 3 weitere, Leute. Da sind sie. Perfekt. Haben wir schon mal 3 weitere gekauft. Genau. Dann nochmal 3 weitere. Let's go. Für 2400 Robux. Wir geben jetzt schon 7200 Robux. Das ist so lächerlich. So, ja, wir haben jetzt 7200 Robux gegeben. Jetzt kommen erstmal die letzten 800 Robux, Leute. Let's go. Möchtest du Exclusive Egg kaufen? Eigentlich nicht, Digga. Ich mach das aber. Bitte, Leute, wenn ihr das Video seht oder den Stream gerade seht, Leute, like das bitte, Leute. Please like das und schaut bis zum Ende, damit ich mein Geld zurückmache, Mann. Wäre schon, wenn ich Minus wegen Pets und Eggs machen würde. Aber auf jeden Fall, Leute, hier haben wir unsere 10 Exclusive 2 Eggs. Hier ist nicht mal mehr Exclusive Capybara Egg. Was ist das? Seht ihr das? Exclusive Egg 2. Wenn ich zum Exclusive Shop gehe, steht Exclusive Capybara Egg. Presst es nicht mal konsistent mit seinen verdammt nochmal Namen, Mann. Erst ist das Update abgrundtiefer Müll und dann kann er nicht mal diesen Namen beibehalten. Ey, das ist so lächerlich. Aber okay, Leute, wir haben alle Luckbooster drin, die man haben kann, haben auch alle Game Pässe gekauft. Und ich hoffe, Leute, wir werden jetzt mal mindestens ein Huge Pet rausziehen, Leute. Let's in them go. Öffnen wir erstmal den ersten. Are you sure you want to open this? Muss ich ja. Ich habe ja die Robux schon ausgegeben. Let's go. Öffnen wir erstmal das erste Egg. Wir bekommen aus dem ersten Egg erstmal den Capybara. Das ist ja abgrundtiefer Müll. Da ist der Capybara, der hat Companion 1, also nicht mal Companion 3, mit dem er immerhin 70% hätte. Und Chestbreaker 1. Bedeutet, der macht bei Kisten macht er 75% so viel Damage wie mein bestes Pet. Das ist ziemlich kacke, wenn man denkt, dass ich alle Huge Pets hier habe. Ich habe ein gesamtes Inventar voller Huge Pets. Was würde ich mit so einem Capybara bitte anfangen? Es ist so schlimm, ey. Aber gut, Leute. Machen wir weiter mit dem nächsten Egg. Mit dem zweiten Egg. Are you sure we want to open this? Eigentlich nicht, Digga. Aber let's go, Leute. Wir bekommen aus dem zweiten Egg erstmal den Cyborg Capybara. Ist besser, aber immer noch Müll. Außerdem, warum hat das keine Animation? Habt ihr das gesehen? Der hat jetzt Companion 3, 75%. Okay, nicht 70%. Und Gifts 3. Also immer bei Gifts wäre er bei 150% Damage des meines besten Pets. Aber auf jeden Fall, der equippt den mal kurz. Dann zeige ich euch, was ich meine. Hier, der hat keine Animation bei diesen unteren Dingern hier. Das hat doch immer damals immer so vibriert und so weiter. Hat die ganze Zeit so geändert. Das war eine richtige Animation damals. Oder nicht? Da bin ich mir zu 100% sicher. Jetzt ist es einfach nur schwebende Dinger. Davor war das ja so, die Sachen, die sind nach unten gegangen, nach unten gegangen, nach unten gegangen. Immer so weiter und so weiter. Aber jetzt gar nichts. Irgendwie so ein Loop sind die damals rumgeflogen. Aber gar nichts jetzt. Außerdem hat er irgendwie so eine Lampe auf seinem Kopf. Sehr wild. Gut, Leute. Machen wir aber erstmal weiter mit dem nächsten. Exclusive Egg 2. Let's go. Ich will das nicht öffnen, Digga. Aber let's go. Wir kommen zum dritten Ei erstmal. Wieder eine Capybara. Wieso kriege ich nur Müll? Und wir sehen hier erstmal der Huge, meine normale Capybara, hat nur Companion 1 und Agility 2. Wirklich, Preston. Der eine hat Chestbreaker, als der andere hat Agility 2. Digga, muss so, müssen solche schlechten Enchantments sein, Preston? Ach, komm schon, Mann. So ein schlechtes Update rausgebracht, Digga. Da kannst du auch vernünftige Pets bei den Exclusive Pets rausbringen, Digga. Echt schlimm. Gut, dann machen wir aber erstmal weiter mit dem nächsten Exclusive Weg. Are you sure you want to open this? Natürlich, Leute. Let's go. Wir bekommen aus dem nächsten Ei erstmal wieder den Capybara. Das ist unser dritter Capybara aus 4 Eggs. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Oh mein Gott. Wie Enchantments hat er jetzt? Oh! Der macht tatsächlich jetzt 100 mal so viel Schaden tatsächlich. Außerdem ist mir aufgefallen, Leute. Ich glaube, ich verstehe das jetzt mittlerweile. Ich glaube, der normale Capybara, der hat immer nur Companion 1. Dann hat der zweite Capybara, also der Super Capybara, den wir lustigerweise noch nicht gehatcht haben, hat er wahrscheinlich Companion 2, also 60%, wenn ich nicht falsch liege. Und der Companion 3 hat dann erstmal, Companion 3 bin ich lost, Digga. Der Cyborg Capybara, der dritte Exclusive, der hat Companion 3. Genau das meinte ich. Und ein Random Enchantment. Gut, okay, Leute, dann will ich erstmal wieder zum Inventar gehen. Und machen wir jetzt mal weiter mit dem fünften Egg, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Genau, mit dem fünften Egg. Let's go, you sure want to open this? Nee, immer noch nicht. Man, immer noch nicht. Ey, so ein Müll-Update, ich schwöre, Slyrek. Aber erstmal jetzt erstmal Geld ausgeben im Müll-Update. Wir bekommen aus dem Egg erstmal den Cyber Capybara wieder. Ey, der ist so eine Enttäuschung. Der sieht wirklich so enttäuschend aus. Es ist so lächerlich, wie der aussieht. So, wir bekommen Gifts 3. Was, den hatten wir schon. Chestbreaker 2, den hatten wir noch nicht, oder? Ich glaube, Chestbreaker 2 ist der neue. An sich ist Chestbreaker 2 ganz gut. Bedeutet, der hat einen Schaden von 112,5%, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Auf Kisten halt. Und auf normalen Sachen halt 75%. An sich aber für AFK-Farming ist der tatsächlich ziemlich gut, was Damage angeht. Wenn man sonst noch nicht so viele Hardcore-Pets hat, ne, natürlich. So, okay, Leute, gehen wir weiter zum nächsten Exclusive-Effekt. Wir bekommen was dem erstmal. Den Capybara wieder.
Ich krieg nicht den zweiten Capybara, den Super Capybara. Warte, was sind die Chancen vom Super Capybara? Warte, bevor wir uns die Chancen anschauen, schauen wir noch was an. Der Diamonds 5 diesmal. Das ist auch kacke. Übrigens, Leute, falls ihr es noch nicht wusstet, Leute, wenn ihr zum Beispiel jetzt irgendwas abbaut in dieser Hardcore-Welt, ihr kriegt nicht mal mehr Diamanten. Ihr habt nicht mal eine Nutzung für Diamanten, noch kriegt ihr mehr Diamanten durch irgendwelche Sachen. Ihr seht, ich habe 13 Diamanten bekommen. Das ist gar nichts. Ihr könnt auch kurz den Safe abbauen und seht ihr es gleich nochmal. Da 10 Diamanten. Was ist das, Digga? So, hier, jetzt haben wir insgesamt 30 Diamanten bekommen. Oder hier. Wir wollen das kurz ab, ne? Und wir bekommen 300 Diamanten. Nicht mal Lootbags, Digga. Es ist so lächerlich, Mann. Aber, Leute, wir haben noch 4 weitere Eggs, die wir öffnen können, Leute. Let's go. Absolut exklusiv Egg 2. Wir bekommen aus dem World Neck erstmal. Den Capybara. Was ist das? Ich bin doch immer in den zweiten. Ja, genau. Exklusiv, genau. Exklusiv, Digga. Victor verloren. Auf jeden Fall geben wir mindestens doch den zweiten Exklusiv und nicht irgendwie 5 Capybaras. Also den ersten Exklusiv. Das ist doch langsam lächerlich. Leute, wie viel ist das? Strength 1? Oder? Tatsache. Der Capybara, den ich bekommen habe, hat wirklich Strength 1. Oh mein Gott. Ey, Digga. Ich meine, die kann ich ja so am Ende des Tages sowieso nicht benutzen. Ich habe ja sowieso hier so viele Huge Pets hier. Aber ich kann die sowieso am Ende des Tages nicht benutzen. Und dann sind die halt trotzdem so kacke. Das ist so lächerlich. Es ist wortwörtlich so lächerlich, Leute. Ich würde aber sagen, es wird langsam Zeit für das nächste Egg. Let's go. Are you sure you want to open this? Immer noch nicht. Nein, das hat sich nicht geändert. Ah, ich habe ja schon das Geld ausgegeben. Deswegen muss gemacht werden. So, okay, dann wir bekommen aus dem Exclusive Egg erstmal eine Capybara. Was ein Burr-Moment. Unseren 6. Capybara, Leute. Okay, wie gut. Das ist ja Diamond 2. Das ist ja Müll. Das ist ja wortwörtlich Müll, Mann. Ey, kann man überhaupt eigentlich Unique Enchantments außerhalb von Companion bekommen bei diesen Sachen? Geht das? Ey, Mann. Wir haben noch 2 Eggs und ich muss noch den zweiten Capybara, genau, den zweiten Capybara bekommen. Das wird echt nicht gut enden, Leute. Egal, öffnen wir erstmal den nochmal. Wir bekommen aus dem zweitletzten erstmal den normalen Capybara. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Was habe ich bekommen? Diamond 2? Oh, ne? Bin mir nicht sicher. Oh, gut, Leute. Erstmal fürs erste, das letzte Ei. Wir bekommen aus dem vorerst letzten Ei den Super Capybara. Immerhin haben wir alle 3 normalen Capybaras bekommen. Wie gut ist der? Das ist 60% wegen Companion 2 und Chestbreaker 50%. Und der ist immer noch unschlechter als 100% bei Chest, Digga. Das ist so schlimm. So, ich glaube, ehrlich gesagt, komm, es wird Zeit, tatsächlich noch 5 weitere zu öffnen. Genau. Kommen jetzt erstmal 5 weitere, ne? Für 4000 Robux. Ich werde zwar bereuen, ich hätte lieber die 4000 Robux in irgendwelchen Clicker-Simulator oder Minecraft oder 2 Sachen ausgegeben. Aber egal. Geben wir erstmal hier in Pet X aus. In einem Spiel, was viel zu pay to win ist und viel zu schlechte Updates rausbringt. Jetzt komm, möchtest du Du hast 3 Exclusive Eggs kaufen. Genau. Ja, will ich. Eigentlich will ich das nicht, aber ich mach das mal, Leute. Let's go. Purchase successful. Thank you so much. Digga, ich hasse dich, Preston, Digga. Ich hasse dich. So, okay. Erstmal noch hier für 800 Robux nochmal kurz kaufen. Exclusive Egg. Nach dieser Trick hat er gut ab 5300 Robux. Das ist so traurig. Oh, Mann, ich habe keine Lust mehr. Ja, Exclusive Update fertig, Digga. Exclusive Egg bin ich gekauft, Digga. Nochmal ein weiteres letztes Exclusive Egg kaufen. Das ist erstmal das 5. bzw. das 15. was wir kaufen werden. Ich habe da nur 4500 Robux. Es ist so traurig, Mann. Wirklich, wie fett musst du verkacken, dass dein Update schlechter ist als das Minecraft oder 2 Update, was nur Double Luck rausgebracht hat und Double Gems? Oder wie fett musst du verkacken, dass ein Clicker-Simulator-Update besser ist als dein Update, wofür du 3,5 Monate Zeit brauchtest? Das kann wirklich nicht wahr sein. Ich glaube, Preston hat übrigens beim letzten Counter, als er den angehoben hat, hat er nicht wirklich irgendwie noch Zeit gebraucht, das Update fertig zu machen. Deshalb hat er wahrscheinlich innerhalb von einer Woche hingekackt und seitdem macht er irgendwie Backflips oder sowas, Digga. Das ist so schlimm. Gerne, wir haben 5 weitere Eggs. Wir erstmal das 11. Egg. Wir bekommen aus dem 11. Egg erstmal den Capybara. Frechheit. Aber gucken, wie gut ist der Capybara, den wir erstmal bekommen? Ich weiß es nicht. Komm, Strength 3. Ich weiß es nicht. Kann sein, dass es dieser hier ist. Gut, Leute. Ab mit der 12. Egg. Mit dem 12. Egg. Wir bekommen aus dem 12. Egg erstmal den Huge Capybara. Immerhin einen Huge, Leute. Immerhin einen Huge, Digga. Wie gut ist der? Der ist ja voll kacke. Der Best Friend, ganz normal. Und dann Diamond 2. Der will sich verarschen, Mann. Oh, Mann, ey. Der ist nicht mal gut. Der ist nicht mal gut. Ich möchte uns kurz anmerken. Ich will noch mal kurz erinnern, Leute. Ich habe für den Huge Capybara habe ich 150 Euro ausgegeben. Könnt ihr bitte das Video immer liken, Digga, damit ich immer mein Geld zurückbekommen kann, Leute. So, okay, Leute. Machen wir jetzt mal weiter mit dem nächsten Exclusive. Wir kommen aus dem erstmal. Den Capybara. Bruh. Aber wie gut ist der diesmal? Strength 4. Okay, der ist nicht sogar gut. Der ist nicht sogar gut. Immer noch unter 100%, aber natürlich gut. Kann man machen. Machen wir jetzt mal weiter mit dem nächsten Exclusive. Wir kommen aus dem nächsten Exclusive erstmal. Wieder den normalen Capybara. Oh, Mann. Kriege ich den mal nicht, den Cyborg Capybara? Das ist ja voll nett. Das ist ja voll nett. Wie gut ist der? Gift 2. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Gift 2. Gift 2. Presence Damage by this Pet yield 70% Rewards. Wer macht bitte Gifts kaputt für die Rewards? Die geben nicht mal viele Rewards. Oh mein Gott. Einfach nur lächerlich. Einfach nur lächerlich, Leute. Egal, Leute. Gehen wir erstmal rüber zum letzten. Jetzt wirklich letzte, weil wir den Huge gezogen haben. Wirklich jetzt ein Exclusive. Wir bekommen aus dem erstmal eine Capybara. Warte, ich will mal kurz nachzählen. Wie viele Capybaras haben wir bekommen? Wie viele andere Pets? Übrigens, der Capybara hatte, glaube ich, Gift 1, oder? Ich schau kurz nochmal nach. Tatsache, das ist der Capybara, den wir gerade eben bekommen haben. Gift 1, ist es so schlimm. Und wie haben wir erstmal ein Huge Capybara bekommen?
bekommen. Sehr nice. 2 Cyber Capybaras. Akzeptabel. Das ist hier Drittel seltene. Kann ich annehmen. Dann ich werde mal einen Super Capybara aus irgendeinem Grund auch das seltene Pet, was wir bekommen haben. Und dann nochmal hier. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 normale Capybaras. Ich habe quasi über 100 Euro ausgegeben für 11 normale Capybaras. Das ist unglaublich. Schaut euch dann nochmal dieses Video an und natürlich meine Pet Simulator AX Playlist an.